Nach der Steinzeit kam die Bronzezeit. Und wir haben da also drei wunderschöne Keramiktassen, die gefunden worden sind draußen im Heinrichsbruch, ebenfalls bei Abraumarbeiten, sind eine Leihgabe des Landesmuseums. Und dann haben wir ein besonders schönes Stück, das uns beweist, dass die Donau schon in der Bronzezeit als Schifffahrtsweg benutzt worden ist. Ein Griffzungenschwert aus dem 12. 13. Jahrhundert vor Christus, das gefunden worden ist im Donauschotter oben etwa bei der Gusenmündung. Und ein besonders wertvolles Stück aus der Marktgeschichte, die Glocke von der Heinrichskirche aus 1331, eine der ältesten Glocken Oberösterreichs. Der Markt Mauthausen musste ja auch verwaltet werden. Heute also gibt es zur Verständigung der Bürger erstens einmal Telefon, dann gibt es also die anderen sozialen Medien und zumindest also den Bürgermeisterbrief. Damals wurde angestellt ein Gemeindediener, der unter anderem also auch die Aufgabe hatte, den Leuten, also die Botschaften des Bürgermeisters, der Gemeindeverwaltung zu überbringen. Man darf ja nicht vergessen, dass zu der Zeit, das ist aus dem Mittelalter etwa, die wenigsten lesen und schreiben konnten. Man war also darauf angewiesen, Botschaften, Nachrichten mündlich zu überbringen. Und dazu hatte man also den Gemeindediener, der also mit der Trommel durch den Markt ging, also einmal fest die Trommel geschlagen hat und dann also seine Botschaft ausgerufen hat. Also wie gesagt, also auch ein historisches Stück. Und von daher kommt ja auch der Ausspruch, die Leute zusammentrommeln.